Alles, was vor dem Aber kommt, könnt ihr vergessen. Ja, nee, so meine ich das nicht. Also, Vorratshaltung wollte ich heute eigentlich mal ein bisschen ausweiten, das Thema. Ich habe dazu heute nichts vorbereitet. Es ist auch turbulent genug im Moment in meinem Leben. Ich habe ja Nachwuchs bekommen und es gibt noch so einige andere Verrücktheiten, die sich so ereignen. Und die Wirtschaftskrise, die ja immer noch anhält, die wirkt sich auch langsam in meinem Betrieb aus. Und es wird alles immer ein bisschen verrückter. Und wie dem auch sei, ich habe nichts vorbereitet. Nehmt das als Entschuldigung. Aber ich kann ja erklären, dass ich sowohl eine Vorratskammer in meinem Haus habe, das kann ich ja mal erklären, und auch in meinem Keller ein bisschen Vorräte gehortet habe. Und ich habe einen Garten direkt am Haus, den versuche ich so ein bisschen essbar zu machen. Und ich habe einen Schrebergarten, den versuche ich schon seit einigen Jahren annähernd in den Zustand zu bringen, wie es die Gartenbauordnung vorsieht, aber keine Chance. Ja, man kann zum Beispiel Topinambur sehr gut essen. Das kann ich ja mal kurz erklären. Das ist eine Knolle, die wächst unter der Erde. Die kommt so ein bisschen an eine Kartoffel ran, aber nicht wirklich. Also die ist ein bisschen süßer und genau, Topinambur bringe ich das nächste Mal mit. Danke für den Hinweis. Werde ich machen, habe ich tonnenweise von, weil das Zeug breitet sich aus wie die Pest und ist völlig pflegeleicht. Also man wirft die einmal in die Erde und dann wachsen da so eine Art Sonnenblumen raus. Wunderschöne hohe Hecken entstehen daraus. Also wenn man seinen Nachbarn nicht mag oder sonst wie irgendwie eine Hecke braucht, dann kann man sich Topinambur nehmen. Allerdings mit Vorsicht zu genießen, das ist wie Bambus, das wird man nicht mehr quitt. Es sei denn, man steckt das in irgendwelche Töpfe oder so, dann kann man das noch einigermaßen beherrschen. Und das Schöne ist, das wächst den Frühling halt raus und so im Sommer, spätestens im Herbst, hat man Knollen in der Erde und die kann man eigentlich den ganzen Winter über auch wieder rausholen. Also solange es jetzt nicht gefroren ist und meterhoch der Schnee liegt, kann man eigentlich immer wieder an die Topis rankommen. Nur irgendwann im Frühjahr, dann werden die matschig und dann gibt es halt wieder neue Pflanzen. Aber auf jeden Fall eine super Selbstversorgersache, die man so nebenher betreiben kann, wo man eigentlich gar nichts für tun muss. Aber eigentlich wollte ich ja auf Vorratshaltung kommen. Naja, das ist ja auch eine Art Vorratshaltung, das ist dann direkt eingekellert. Also einkellern kann man auch Sachen. Ich habe jetzt keinen Erdkeller, aber es gibt auch die Möglichkeit, Sachen im Erdkeller zu lagern. Das ist eine coole Sache, das hätte ich gerne. Kann man ja auch mal drüber sprechen. Das ist also ein Keller, der hat den Boden nicht betoniert, sondern da ist Erde drin. Man kann sich natürlich auch Kisten hinstellen. Wenn man einen kalten Keller hat, dann hat es in etwa den gleichen Effekt. Aber ein Erdkeller ist tatsächlich mit offener Erde und da wurde früher im Mittelalter direkt zum Beispiel der Salat oder Möhren direkt in die Erde eingebuddelt. Und dadurch, dass es da kalt, dunkel und feucht ist oder so mittelmäßig feucht, bleiben die Sachen bis ins Frühjahr erhalten und frisch. Und das ist eine Möglichkeit, um was schön lange be zu bevorraten, was dann auch tatsächlich frisch auf den Tisch kommt. Und so Fruchtsäfte wurden früher eingedickt und zu so einer Art Fruchtleder verarbeitet. Und die sind dann auch jahrelang haltbar. Damit kann man sich dann auch noch eine Süßigkeit im Winter gönnen. Und so Zuckerhutsalat zum Beispiel, der wird an der Schnur einfach aufgehängt im Keller. Und wenn man dann die äußeren Blätter, die werden so ein bisschen welk, wenn man die abmacht, dann kann man den noch monatelang wieder frisch machen, wenn man den mal kurz eine halbe Stunde in Wasser legt und dann klein schneidet, dann hat man wieder richtig schönen frischen Zuckerhutsalat. Und ja. Man kann allerhand Sachen einkochen. Also ich hatte mal eine richtig gute Tomatenernte. Da habe ich dann einfach die ganzen Tomaten in Passata verwandelt mit einem starken Mixer und die dann aufgekocht in einem großen Kochtopf und in heiße Gläser eingefüllt, den Deckel zugemacht, einmal kurz auf den Kopf gestellt für 5 Minuten, dann wieder richtig rumhingestellt. Dann ist der Deckel steril und irgendwann zieht der sich ran, dann macht das Klack. Und dann ist der Unterdruck drauf und dann weiß man, dass die Dose dicht ist oder das Glas. Und dann hat man Passata eingekocht für viele, viele Monate, wenn nicht gar Jahre haltbar. Und prima selbst gemacht aus vitaminreichen Tomaten. Ich hoffe, dieses Jahr wird wieder ein gutes Tomatenjahr. Letztes Jahr war es beschissen, also da gab es irgendwie eine Fäule. Okay, bei dir war sie gut, bei mir war sie beschissen.
Ja, also es war wohl unterschiedlich. Ich habe gehört, dass sich diese Fäule in der Erde hält und dass man dann erstmal ein Jahr lang aussetzen sollte. Und ich werde jetzt meine Tomatenzucht nach Hause und woanders hin verlagern und dem Schrebergarten erstmal eine Paprika- und Chili-Zucht verpassen. Ja, und Vorratshaltung zu Hause habe ich noch so ein bisschen im Hinterkopf. Also man kann alles Mögliche an Trockensachen sehr gut und lange lagern. Also Getreide, einmal die ganze Palette rauf und runter. Reis ist sehr zu empfehlen, hält sich ewig und ist auch sehr nahrhaft. Vielleicht noch besser als Nudeln, aber da mögen sich die Geister scheiden. Hülsenfrüchte kann ich nur empfehlen, also einmal Linsen, Bohnen, was es alles gibt, da kann man auch unheimlich viel draus machen. Kichererbsen ist auch so ein Schlager. Salz habe ich bevorratet, also vernünftiges, gutes Ursalz, was ohne Fluorid und ohne Jodzusätze auskommt. Das kann ich nur empfehlen, da habe ich mir auch was in den Keller gelegt, das kann man ja für alles Mögliche gebrauchen. Und Wasser, also Wasserversorgung, naja, man kann halt 3 Tage ohne Wasser in etwa. Also da sollte man sich auch mal Gedanken drüber machen, was ist, wenn jetzt mal Strom und damit auch verbunden Wasser nicht mehr funktioniert? Wo rennen wir dann hin oder wem schlagen wir die Köpfe ein, um noch was zu trinken zu kriegen? Weil die Supermärkte, die werden ja auch in wenigen Tagen ausverkauft sein, wenn der Quatsch nicht mehr nachkommt. Und Wasserversorgung, das ist halt so eine Sache. Da kann man jetzt ohne großen Tamtam sich zum Beispiel eine Umkehrosmoseanlage mit in die Küche einbauen. Da ist man so mit 200, 300 € dabei und dann hat man eine Anlage, wo 99,9% reines Wasser rauskommt, was von Fluorid und Antibabypille-Hormonen und diesem ganzen Nitrat, Nitrit, hau mich tot, befreit ist. Da gibt es ja irgendwie so an die 250 kanzerogene Stoffe im Wasser, die sukzessive weniger gemessen werden, indem man die einfach von der Liste zu messender Stoffe streicht. Aber dennoch sind sie leider vorhanden und da kann ich nur jedem empfehlen, über Wasserversorgung nachzudenken. Und ein guter Tipp von mir wäre, also ich finde den gut, Wasser in irgendwelchen Behältnissen dann zu speichern. Also es gibt zum Beispiel 20 Liter Kanister von so Campingfirmen. Und wenn man das Umkehrosmosewasser, was eh schon sehr rein ist und keine Bakterien mehr enthält im Prinzip, dann noch mit einem Präparat aus Silber, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, das ist so ein kleines Döschen, das kriegt man auch im Onlinehandel und in so Outdoor-Campingläden. Damit kann man Wasser keimfrei machen und haltbar machen. Da ist Silber drin, also Silberionen, das ist ja ein uraltes Hausmittelchen aus dem Mittelalter, womit man früher alles Mögliche in den Griff gekriegt hat. Also auch was, was man im Schrank haben sollte. Auf jeden Fall kann man damit das Wasser bis zu 6 Monate steril und haltbar machen. Und wenn man sich dann so ein paar von diesen 20-Liter-Kanistern da auf die Seite legt, dann hat man auf jeden Fall ein paar Wochen, wenn nicht gar Monate Ruhe und kann zumindest trinken. Und das denke ich, schadet nicht, das zu tun. Ich habe es im Moment auch nicht, aber ich denke darüber nach, das jetzt wieder zu aktualisieren, weil ich finde, dass die Zustände in der Welt zunehmend bedrohlicher werden. Wobei ich derzeit eigentlich recht froh bin damit, dass die Merkel und der Hollande da ein bisschen nicht mehr ganz nach der Fuchtel der Amis tanzen, zumindest offiziell, dass die jetzt ein bisschen einen diplomatischen Weg gehen und dieses Minsk II mit Russland ausgehandelt haben, auch wenn sich da kaum einer dran hält. Aber die gehen zumindest mal andere Wege. Dafür bestrafen sie uns andersrum wieder mit dem TTIP. Also zu trauen ist diesen Gesellen gewiss nicht, aber naja, wie das ja halt so ist mit dem Aber, ne? Vergesst, was vorher gesagt wurde. Denen ist nicht zu trauen. Und damit schließe ich jetzt hier meine kleine, freie, vorbereitete, schlechte Rede und würde das Mikrofon gerne noch jemand anders geben, der sich berufen fühlt, heute noch was zu uns zu sprechen. Wie sieht's aus, Leute?